So, da sind wir wieder. Wir wollten in dieser Folge da runterlaufen, alle Gegenstände abladen und einsortieren. Aber ich habe jetzt in der Zwischenzeit ganz viele Kommentare bekommen, dass ich ja noch jenes Rätsel verpasst habe und das Secret und ja. Aber das wird dann für später warten müssen. Das hatten wir schon. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt auch die genügenden Items haben. Denn nochmal hochlaufen wäre ein bisschen doof. Oh, da war der Dreher. Also klar, es wäre praktisch, wir könnten dann noch. Ah! Ja, dass die Drachen so weit. Also die Dinos. So weit in der Mitte spawnen, irritiert mich ein bisschen. So, ihr müsst auch nochmal schlagen, sonst kriegt ihr keine Erfahrungspunkte. Und das könnte auch ein Teil vom Rätsel sein, fällt mir gerade auf. Es gab ja eins, das heißt Piece of Dread, also Teil der Panik oder was auch immer. Und wenn mich im Dunkeln so ein Tier anspringt, hier so ein blaues, dann würde ich auch Panik empfinden. Dreher. Also ja. Und das einzige andere Tier, was Essbares droppt, es gibt zwei andere Tiere, die das tun. Einmal die Schnecken und einmal die Pilze. Das heißt, eventuell haben wir noch Schneckenteile? Ja, haben wir Pilzteile? Nee, das ist kein Teil vom Pilz. Ha. Ja, aber das ist kein Problem. Wir haben oben irgendwo bei einem blauen Kristall unsere Nahrungskammer quasi. Und da holen wir dann einfach das letzte Teil, was wir brauchen. Wenn es denn wirklich das ist. So, jetzt kürzen wir nur mal kurz da rum ab. Nehmen ein paar Schnitzel mit, weil wir es können. Und ja, ich habe mir überlegt, hier in dem Raum kommt unser neues Hauptlager hin. Oh, ist das was, was wir gebrauchen könnten? Nein, das ist nur was Normales zu essen. Da lang ist richtig. So, blauer Kristall. Was haben wir hier? Games Bane with Head of Steel. Also das, was Wild fürchten muss mit einem Kopf aus Stahl. Das wird ein. Okay, es kommt drauf an, wo man jagen geht. Also in nordischen Gebieten wäre eine Wurfaxt bestimmt eine passende Jagdwaffe. Aber das ist nicht gemeint, bestimmt. Ich denke mal an Bolzen oder an Pfeil. Und es macht Klick. Gut. Pfeil passt schon mal. Der Dismantler macht keinen Klick, also war das eine falsche Wahl. Der Unraveler of Mysteries, also der Auflöser der Mysterien. Das Nex-Schwert hat die Fighter-Challenge gelöst, also aufgemacht. Klickt aber auch nicht. Schade. Was löste noch Mysterien auf? Keine Waffe, denke ich mal nicht. Irgendwelche Schriftrollen vielleicht? Ein Blaubeerkuchen? Na gut, was sagen die anderen? Severed Dread. Also das ist diese abgeschnittene Furcht. Die Steaks sind schon mal nicht. Die Schnecke ist es auch nicht. Dann wird es der Pilz sein. Das ist jetzt ärgerlich. Also der abgeschlagene Pilz und nicht der wachsende Pilz. Auch nicht der Blaubeerkuchen. Die haben den sogar richtig animiert. Das ist ja cool. Ja, also da denke ich mal, kommt der Stück Pilz. Das Stück Pilz hin. Ja. Was haben wir hier noch? Die Träne des Landes. Ja, Kristalle sind öfters als Tränen. Hat jetzt nicht wirklich viel Sinn gemacht, die Statuen, aber ich war gerade in Klickwut. Ein Käfer wird auch keine Träne des Landes sein. Vielleicht Bomben? Sind so ein bisschen tränenartig geformt? Nein. Träne des Landes, Träne des Landes. Schleimball? Oh, wir haben noch diesen komischen Trank. Nee. Geht der bei den anderen? Nee. Und die
anderen. Hier auch nicht. Wofür ist der Trank dann? Speichern wir mal. LP 080. Und wer hat den Trank? Du hast den Trank. Gorn trinkt mal. Der hat einen wahrscheinlich etwas ausgeprägteren Magen. Er hat jetzt eine Faust. Rage. Attack. Also Angriffskraft plus 10, Ausweichen minus 10. Ja, schön. Nö, brauchen wir nicht. Noch öfters getroffen werden ist nicht gerade ratsam für unsere vorderste Reihe. Können wir einfach ganz, ganz viele Items reinwerfen und wenn das Richtige dabei ist, macht's auch Klick? Das teste ich mal. Also wir nehmen jetzt den Pfeil. Das Einzige, was bisher richtig war. Schmeißen ganz viele Sachen rein und jetzt den Pfeil. Es macht immer noch Klick. Gut, das heißt, theoretisch könnten wir einfach alle unsere Gegenstände nehmen und reinschmeißen. Und wenn es irgendwann Klick macht, wissen wir, was das Richtige ist. Okay, das ist nicht unbedingt sehr, der Sinn des Ganzen. Aber was anderes fällt mir ad hoc jetzt so nicht ein. Also ja, das Tier of the Land, nee, das weiß ich nicht. Aber das Piece of Dread, Severed Dread, das wird wahrscheinlich das Pilzstück sein. Tier of the Land haben wir noch, also Träne des Landes und den Auflöser der Mysterien. Irgendein magischer Gegenstand, den wir dabei haben? Träne des Landes könnte ein Amulett sein. Träne des Landes. Oder irgendein Schmuckstück. Nö. Kompass. Nö. Nicht wirklich. Jetzt müssen wir alles wieder umsortieren. So. So. So und so. Ja, das klingt okay. Träne des Landes. Vielleicht irgendeins der Kräuter? Was haben wir da? Wir haben eine Nessel. Wir haben ein Teer Beet. Was ist ein Beet? War es nicht ein Tropfen? Hat er Klick gemacht? Nö, kein Klick. Wir haben Milkweed. Das war für die Verdauung zuständig. Und Bluttropfen. Das wird auch mal ein Tropfen des Landes, oder? Aber ich höre keinen Klick. Und noch ein Giftdolch. Nee, geht auch nicht. Die Wähler-Rüstung. Schweres Schild. Scaled Cloak. Nö. Das ist jetzt echt doof. Also, ich bin gerade echt doof, aber... In den Kommentaren stand auch, ich habe angeblich schon 3 der 4 Gegenstände. Was das Ganze jetzt noch doofer macht, denn ich müsste es ja eigentlich lösen können dann. Ist ein Stein eine Träne des Landes? Haha! Ich bin so schlecht. Also, 2 haben wir schon mal. Das ist gut. Hier war das Pilzstück wahrscheinlich. Und hier ist der Auflöser der Mysterien. Was löst der Mysterien auf? Kampfhandschuhe. Nein. Dieser arkane Umhang. Also irgendwas Arkanes könnte es sein, denn Magier lösen ja immer alles Mögliche auf. Und sind auch wesentlich schlauer als arme Gerugons. Irgendeine Spruchrolle. Das wäre jetzt doof, wenn es eine spezifische Schriftrolle wäre. Da müssten wir ganz zurück und alle nochmal einsammeln. Er ist wieder Nakidai. Ein Schlüssel vielleicht. Okay. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht so gedacht. Aber gut. Sollten wir unbedingt denken, später den wieder aufzuheben. Also sehr schön.
Es sind gerade mal 10 Minuten rum. Mir fehlt nur noch ein Stück. Und wir können erstmal unsere ganzen Sachen hier abladen, was wir nicht mehr brauchen. Also, die ganzen Waffen. Unsichtbarkeit werde ich vergessen. Eisschatz habe ich auswendig gelernt. Frostbolzen werde ich mir zusammenreimen können. Werde ich eh nicht benutzen. Blitzstrahl kenne ich auswendig. Und den Geschwindigkeitstrank werde ich vergessen. So. Die ganzen Pfeile und Bolzen und Wurfdingens können wir behalten. Tränke auf jeden Fall auch. So. Waffen, Waffen, Pfeile, alles weg. Was haben wir hier? Eine leere Kiste. Warum haben wir eine leere Kiste dabei? Da waren vorher die Kräuter drin. Aber man konnte nicht gleichzeitig den Mörser und Meißel aufhaben und die Kiste. Also macht die keinen wirklichen Sinn bei ihm. Er hat einen Sack fürs Essen. Sonst nichts. Wenn wir wieder mal oben sind, sollten wir unbedingt ein paar Säcke mitnehmen, weil wir haben jetzt nur einen Sack für Nahrung. Das dürfte ein bisschen eng werden mit der Zeit. So, das Chitin-Set packen wir mal gesondert hin. Hier mal ein paar... Ne, die Bomben behalten wir, falls wir wieder an eine schwierige Ecke kommen. Aber die Wurfdolche können wir... Ne, können wir eigentlich ganz gut benutzen, falls wir was auf die Bodenplatten legen müssen. Weil die sind doof zum Werfen, weil die weniger Schaden machen als die Schuriken, aber es sind eine Menge. Gut, das Schwert auf Next behalten wir hier, den Dismantler behalten wir hier, den Faustdolch behalten wir hier. Den kann eigentlich gleich mal jemand essen. Aber nö. Die Kristalle nehme ich mal lieber mit, falls wir auf so ein Gesicht stoßen, wo wir die reinstopfen können. Und die wiegen ja auch nicht viel. Aber die ganzen Waffen können hier bleiben. So, dich und dich und dich und das Schild auch. Schädel auf jeden Fall nicht, die bleiben da. Gut, sind wir doch einigermaßen aussortiert. Wenn ich mich nicht irre. Der Pilz kann noch zu ihm runter. Ja, und jetzt drücken wir nochmal drauf. Und machen uns auf den Weg nach oben zu unserer Nahrungsquelle. Ne, nicht zur Nahrungsquelle, sondern zu unserem Nahrungslager. Das ist das falsche oben. Wir hatten ja bei dem einen blauen Kristall, ich glaube, das waren inzwischen 3 Kisten und 3, 4 Säcke deponiert. Mit Essen, das über war, in Anführungszeichen. Und da bedienen wir uns gleich mal. Obwohl, wir könnten auch einfach alles wieder runterschleppen. Denn die Nahrung geht ja doch ein bisschen schneller weg, als wir dachten. Weil wir sind jetzt schon wieder auf 3 Nahrungsgegenstände runter, wenn man die Steaks nicht mehr zählt. Und die Steaks wollte ich eigentlich nicht mitnehmen, weil die zu schwer sind. Dreher. Und wir haben hier eh gerade unser Lager da unten angefangen. Da sollten wir es auch füllen. Und ich höre gerade wieder irgendjemanden auf den Druckplatten rumtapseln. Na, Dino, willst du uns wieder verarschen? Ja, er läuft einfach weg. Definitiv verarschen. Klick, klick. Lalala. Ich mag die Dinos. Also, wenn sie alleine auftreten und man genug Platz zum Ausweichen hat, dann mag ich die Dinos. Im Gegensatz zu den Feuerelementaren, die sind auch nervig, wenn sie alleine auftreten. So, dann jetzt hier hoch und ich weiß gar nicht mehr, welche Etage das war. Aber wir sind ja doch recht weit zurück nach oben gegangen, um die Rätsel zu lösen. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Da ist ein blauer Kristall. Hoffentlich ist da schon unser Vorrat. Und ja, da ist unser Vorrat. Tada! So, was haben wir hier drin? Hier drin haben wir ein Pilzstück. Sehr schön. Die Säcke nehmen wir auch mal mit. Und ja, er kann ruhig überladen sein. Das entladen wir alles gleich. Unten im anderen Raum. Und ich nehme jetzt alles mit, was hier so rumliegt. Damit wir da unten eine richtige Lagerstätte mit lauter Gerümpel haben können. Und ja, ich bin ein Packrat und ich stehe dazu. So, zack. Das ging doch schneller als erwartet. Ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, ich müsste wieder zurück in Level 3 oder 4. Weil wir da oben die Sachen deponiert haben. Aber nee, gut, gut. Dieses Schlurfgeräusch ist ein bisschen komisch. Das hört sich so an, als wenn wir durch Morast gehen würden.
Aber wie stellt man akustisch sonst dar, dass man überladen ist? Sollen die bei jedem Schritt so ein bisschen stöhnen? Oder so? Das wäre auch komisch. Also ja, hätten sie wohl nicht anders lösen können. So, da kommt gleich wieder die Dreher. Dreher Nummer 1. Dreher Nummer 2. Und machen wir mal kurz einen Cut. LP 0, nicht 90, 0, 81. Und in der nächsten Folge hoffen wir einfach mal, dass der Pilzteil das richtige Ding war. Also bis gleich.